sie hier vorgelegt hat. Keine Vorratsdatenspeicherung, kein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Was sagt die SPD? Christian Fliesek spricht für die Sozialdemokraten. Heute ist Europatag und der 9. Mai ist der Tag, weil der wird gefeiert in Europa, weil Robert Schuman damals seinen Plan für eine Vergemeinschaftung der Kohle- und Stahlindustrie vorlegte vor den Erfahrungen, die wir gemacht haben im Zweiten Weltkrieg. Das, was damals vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges Kohle und Stahl waren, das ist heute im 21. Jahrhundert, sind das die Daten. Daten sind die Rohstoffe einer digital vernetzten Wirtschaft. Daten sind aber auch Objekte des Zugriffs durch Sicherheitsbehörden und Geheimdienste, die sich dafür interessieren. Und das nicht nur innerhalb nationaler Grenzen, sondern das in einem weltweiten Maßstab. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Frage nach der Zukunft einer der technischen Zukunft und der wirtschaftlichen Zukunft in Europa, in einer digitalisierten Welt und die Frage eines notwendigen, damit einhergehenden Grundrechtsschutzes, dass dies zumindest auch ein zutiefst europäisches Thema ist. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass diese Debatte zutiefst auch ein globales Thema ist. Und deswegen müssen wir diese Debatte um die Vorratsdatenspeicherung auch in einem solchen Kontext diskutieren. Datenströme in einer globalen Welt kennen keine Grenzen. Und diese Erkenntnis mutet vielleicht banal an, sie hat aber weitreichende Konsequenzen für die Frage, wie wir uns politisch aufstellen müssen, wenn wir einen effektiven Grundrechtsschutz europäisch und global gewährleisten wollen. Ich persönlich begrüße das Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 8. April zur Vorratsdatenspeicherung ausdrücklich, weil ich es als einen ganz wichtigen Beitrag für die Ausgestaltung eines europäischen Grundrechtsschutzes im digitalen Zeitalter halte. Und ich begrüße auch ausdrücklich das äußerst besonnene Vorgehen unseres Bundesjustizministers Maas in diesem Zusammenhang. Es war sehr klug, hier keine Schnellschüsse im nationalen Alleingang zu produzieren. Es war sehr klug, abzuwarten und nicht in politischen Aktionismus zu verfallen. Und ich betone auch ausdrücklich, es ist auch ein Zeichen von Respekt vor den höchsten Gerichten in Europa, dass wir nicht in anhängige Verfahren mit irgendwelchen Beschlüssen hineinfuschen, sondern abwarten, was diese Gerichte urteilen und sagen. Und dieses kluge politische Handeln gilt es meiner Ansicht nach jetzt fortzusetzen. Wir alle wissen, wenn wir das Urteil lesen, der Europäische Gerichtshof hat kein Verbot ausgesprochen zur Vorratsdatenspeicherung. Er hat erhebliche Flanken gesetzt. Und man muss kein Prophet sein, glaube ich, um vorherzusagen, dass aufgrund dieser Tatsache auch die Debatte nicht vom Tisch ist. Wir könnten die heute, glaube ich, nicht beenden, weil ich glaube, es war sehr unklug, sich im Vorfeld des EuGH-Urteils sich in dieser Form zu äußern. Und ich glaube, es ist auch sehr unklug, sich jetzt im Vorfeld von Europawahlen und einer Europäischen Kommission hier mit aktionistischen Anträgen und den nationalen Alleingängen zu äußern. Ich glaube, meine Damen und Herren, und das meine ich wirklich ernst, ich bin davon überzeugt, dass wenn wir einen wirksamen Beitrag für einen effektiven Grundrechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger in Europa leisten wollen, dann müssen wir ein wenig in dieser Debatte ideologisch abrüsten. Wir müssen jetzt auf der Grundlage eines solchen Urteils in einen intensiven Dialog mit unseren europäischen Partnern treten. Und ich sage das auch an die Adresse, Herr Kollege Korte, Frau Keul, an Ihre Adresse, an die Adresse der Opposition. Wir müssen uns doch mal ein Stück weit ehrlich machen und nicht immer so tun, als würde die Zukunft der digitalisierten Welt allein hier im deutschen Parlament entschieden werden. Der NSA-Skandal zeigt doch sehr deutlich die Begrenztheit nationaler Regelungen auf. Und wenn wir wirklich ernst machen, wenn wir wirklich ernst machen mit der Forderung, effektiv die Grundrechte auf der Basis auch der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes weltweit, zumindest in Europa, durchzusetzen, dann müssen wir in diesen Dialog treten. Und da müssen wir ein wenig aus den Schützengräben herauskommen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir hier eine Position finden, mit der wir wirklich konstruktiv in die Verhandlungen treten können, auf europäischer Ebene und auch gerade mit unseren Partnern in den USA. Meine Damen und Herren,
Gefragt ist kein holzschnittartiges Schwarz-Weiß, sondern gefragt ist die Fortsetzung einer klugen Positionierung. Ich bin sehr froh, dass unser Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier mit den Vereinigten Staaten von Amerika hier den Cyberdialog vorgeschlagen hat. Ich halte diesen Dialog für ein richtiges Format, für ein konstruktives Format, um nicht nur auf Regierungsebene. Ich appelliere ausdrücklich, dass wir diesen Dialog auf der Ebene von Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft führen müssen. Herr Fliesig, lassen Sie eine Zwischenfrage zu von Herrn Janicek. Ja, sehr gerne. Jetzt kommt's, Herr Kollege Fliesig. Ich bin Ihnen ja auch dankbar, dass Sie auch die ökonomische Perspektive der Vorratsdatenspeicherung hier geschildert haben am Anfang Ihrer Rede und ja auch zu Recht davon gesprochen haben, dass wir da eine breite Debatte brauchen. Wir sind beide auch im Wirtschaftsausschuss. Und ich stelle Ihnen deshalb die Frage, ob Sie auch zur Kenntnis nehmen und wie Sie das beurteilen, dass auch der Verband der deutschen Internetwirtschaft, der sich ja jetzt ganz klar positioniert hat, und zwar nicht nur aus Grundrechtssicht, sondern hat einfach gesagt, das Ganze kostet uns so viel, dass es uns am Ende einfach nicht weiterbringt. Sehen Sie das auch so? Wenn Sie das so beurteilen, auch Ihren Kollegen in der Union, die ja gerne den Mittelstand nach vorne tragen, da Überzeugungsarbeit leisten, dass wir da gemeinsam vielleicht diese Position vertreten könnten in Zukunft? Herr Kollege Janicek, das ist eine sehr gute Frage, um nicht zu sagen, das ist eine exzellente Frage. Ich antworte gerne darauf und bin Ihnen da sehr dankbar für. Die Frage, wie wir damit umgehen, denke ich mal, und das habe ich darauf hingewiesen, sollten wir ein wenig entideologisieren. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, ich spreche mal jetzt davon, dass wir einen verbleibenden Möglichkeitsraum haben innerhalb der Flanken des EuGH. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass innerhalb dieses Möglichkeitsraumes einer weiteren Vorratsdatenspeicherung auf europäischer Ebene aufgrund von Abwägungen, aufgrund von Studien, von Evaluierungen, aber auch aufgrund von solchen Aspekten, die Sie zu Recht ja nennen, Kosten, die wir im Zweifel zum Beispiel der privaten Internetwirtschaft aufbürden, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, eine solche Regelung ist gar nicht mehr erforderlich, dann kommen wir zu diesem Ergebnis, aber dann ist dieses Ergebnis ein Ergebnis, das wir aufgrund rationaler Überlegungen und nicht aufgrund einer ideologisierten Debatte, wie wir sie hier seit Jahren in diesem Hause führen, zu diesem Ergebnis kommen. Und das würde ich sehr begrüßen. Das würde ich sehr begrüßen, weil ich glaube eines: Wenn wir die Art und Weise der Debatte so fortsetzen, wie sie sich auch heute hier wieder zu Beginn gezeigt hat, leisten wir keinen Beitrag für einen wirksamen Grundrechtsschutz, weil viele Länder interessieren sich für die Debatte, die wir hier führen, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und in Zeiten weltweiter globaler Kommunikation und Datenströme müssen wir schauen, dass wir auf europäischer, ich sage sogar auf völkerrechtlicher Ebene, verbindliche Standards hinbekommen. Das ist ein konstruktiver Beitrag. Und das ist der Beitrag von Christian Fliesek von der SPD-Fraktion zum Debattenpunkt Vorratsdatenspeicherung. Ja, wie geht es weiter nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 8. April, dass die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung ja für unzulässig erklärte, ob es einen neuen nationalen Anlauf gibt zur Vorratsdatenspeicherung? Also da scheint es doch noch sehr viele Fragezeichen zu geben. Mit diesen Eindrücken verabschiede ich mich hier aus der Sprecherkabine des Deutschen Bundestages und sage auf Wiedersehen. Bleiben Sie bei Phoenix. Ja, danke, Jeanette Clark.